Hallo und herzlich willkommen auf Lorelda.de. Wir schauen uns nun die Fortsetzung des vorigen Videos an, wenn wir die ersten beiden Fragen, die ja bei der Berufswahl wichtig sind, das heißt erstmal, welche Aspekte eines Berufs sind mir wichtig und dann auch, welche Fächer ich studieren möchte. Wenn mir dann klar ist, ungefähr in welche Fachrichtung es geht, muss dann überlegt werden natürlich, wo bzw. bei welcher Institution soll das Ganze stattfinden. Das heißt, entweder wenn man das Abitur hat, ein Studium oder eine Ausbildung. Nein, wenn man kein Abitur hat, erübrigt sich diese Frage, das ist in der Regel die Ausbildung, wo man dann später natürlich dann auch noch diese Bereiche dranhängen kann, in der Regel dann ein Fachhochschulstudium. Aber wenn man Abitur hat, stehen dann alle diese vier Möglichkeiten direkt offen. Es gibt auch viele Ausbildungen, die direkt auf Abiturienten gemünzt sind. In diesem Fall würde die Ausbildung, die in der Regel 3 Jahre dauert, bei manchen Abiturienten auf 2 Jahre verkürzt. Zum Beispiel bietet die Sparkasse einige ihrer Abiturienten schon in 2 Jahren aus. Wie sieht es sonst beim Studium der dualen Hochschule aus? Nun, die duale Hochschule ist eine Institution, die hauptsächlich hier in Baden-Württemberg verbreitet ist. Es gibt sie allerdings auch in anderen Bundesländern. Früher ist die Berufsakademie. Da ist das Studium auch 3 Jahre von Dauer. Beziehungsweise das ist ein Studium, in dem die Praxis integriert ist. Das dauert in der Regel 3 Jahre. Ich erzähle später hier beim Ablauf noch genauer, wie das funktioniert. Das Fachhochschulstudium oder das Studium an anderen Hochschulen, das hängt je nach Abschluss davon ab, wie lange es geht. Das sind entweder 3 Jahre oder 5 Jahre. 3 Jahre für den Bachelor oder 5 Jahre für den Master. Wenn wir später noch erzählen, wie das genauer aussieht. Im Universitätsstudium ist es genau gleich. Da kann man den Bachelor nach 3 Jahren erreichen. Und den Master nach 5 Jahren. Und wenn man dann noch weiter studieren möchte, kann man natürlich eine Promotion, also eine Doktorarbeit dranhängen, die dann nochmal je nach Fachbereich so zwischen 3 bis 5 Jahren dauern kann. Also eventuell noch 3 bis 5 Jahre für Promotion. Ausnahme Medizin, da ist die Promotion der reguläre Studienabschluss. Wie sieht es mit den Abschlüssen aus? Bei der Ausbildung bekommt man den sogenannten Gesellenbrief, das heißt, man ist danach Geselle. Wenn man sich dann weiterbilden möchte später, kann man zum Techniker werden, kann auch zum Meister werden. Aber der erste Abschluss nach diesen 3 Jahren ist der Gesellenbrief. Nach dem dualen Studium ist der Abschluss der Bachelor. Aber nicht nur der Bachelor, weil im dualen Studium macht man gleichzeitig ein Studium und eine Ausbildung. Das heißt, man bekommt den Bachelor und den Gesellenbrief. Beim Fachhochschulstudium ist es je nachdem, wie lange man das macht, oder auch von der Fachhochschule, die es anbietet, der Bachelor oder der Master. Und an der Universität ist es genau gleich, am Anfang Bachelor, dann nach den 3 Jahren, 2 Jahre aufbauen in der Regel, den Master und danach, je nachdem, wenn man halt noch die Möglichkeit ergreifen möchte, die Promotion. Das heißt, die Möglichkeit der Promotion. Das ist auch das wesentliche Kriterium, das eine Universität von anderen Hochschulen, zum Beispiel dualen Hochschulen, unterscheidet. Da ist die Möglichkeit, tatsächlich einen Doktortitel zu erwerben. Die Fächer. Die Fächer in der Ausbildung sind sehr breit gestreut. Das heißt, es besteht sowohl die Möglichkeit, handwerkliche oder technische Berufe zu erlernen, besteht auch die Möglichkeit, kaufmännische Berufe zu erlernen, auch die Möglichkeit, Verwaltungsbereiche das zu machen. Also sehr breit gefächert. Also zum Beispiel handwerklich, technisch oder kaufmännisch. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder auch soziale Berufe. Sind alles in Ausbildungsfächern möglich. Nun, ein duales Studium, das funktioniert folgendermaßen, das heißt, man hat ja gleichzeitig eine Ausbildung und ein Studium und natürlich kann man auch nur das studieren, wofür es eine Ausbildung gibt. Letztendlich richtet sich das Angebot des dualen Studiums hauptsächlich danach, was der Arbeitsmarkt möchte. Und der Arbeitsmarkt sucht
im Moment hauptsächlich nach Ingenieuren, also nach Leuten im mathematisch-technischen, naturwissenschaftlichen Bereich und nach Wirtschaftswissenschaftlern, also Ökonomen im BWL-Bereich. Und diese beiden Bereiche sind wohl so die größten Felder, die die duale Hochschule abdeckt. Also entweder Technik, das wäre dann Ingenieurwissenschaft oder generell Ingenieurausbildung, oder Wirtschaft. In selteneren Fällen oder in einigen wenigen dualen Hochschulen besteht auch die Möglichkeit, noch zum Beispiel soziale Arbeit zu studieren. Allerdings das ist selten. Die Fachhochschule ist auch auf diesen Bereich ausgerichtet. Das heißt auch hauptsächlich im technischen oder im wirtschaftlichen Bereich. Hier ist das Fachangebot allerdings etwas breiter. Das heißt, es geht dann auch in die anderen Fachbereiche hinein. Aber trotzdem bei weitem nicht so breit, wie es an der Universität ist. Da haben wir sehr breite Fächerauswahl. Einige Dinge kann man nur an der Universität studieren, beispielsweise Rechtswissenschaft, also Jura oder Medizin. Auch einige Lehrämter, zum Beispiel das gymnasiale Lehramt, kann man auch nur an der Universität studieren. Zum Beispiel auch einige rein akademische Fächer, an denen nicht viel Praktisches ist, wie zum Beispiel Geschichte oder Soziologie auch, oder Philosophie, auch das kann man nur an der Universität studieren. Also jedes Mal, wenn man quasi diesen praktischen Aspekt, den wir hier hätten, wenn der nicht vorhanden ist, bleibt nur übrig die Universität. Wie sieht es mit dem Finanziellen aus? Als Auszubildender bekommt man ein Ausbildungsgehalt. Na, das variiert von Firma zu Firma. Nun, im niedrigsten Fall wird es so etwa in dem Bereich 400 Euro liegen. Bis zu etwa 600 Euro. Es gibt auch einige, zum Beispiel Discounter, die etwas mehr Ausbildungsgehalt zahlen, aber so im Bereich im Bereich 500, 600 Euro das kann man schon als üblich sehen, Ausbildungsgehalt. Na, es ist dann relativ schwierig, damit zu leben. 500 Euro im Monat. Aber in dem Bereich wird es sich befinden. Immer noch besser als in vielen anderen Institutionen, wie wir gleich sehen werden. An der dualen Hochschule ist es genau das Gleiche. Man macht ja eine Ausbildung und man bekommt für diese Ausbildung ebenfalls ein Ausbildungsgehalt. In einigen Bundesländern ist es vielleicht dazu noch nötig, Studiengebühren zu zahlen. Dann würde sich dementsprechend dann noch etwas abziehen davon. Studiengebühren liegen dann so nein, im Bereich 500, höchstens 500 Euro im Monat, das heißt, dann würden wir noch 100 davon abziehen, 500 Euro pro Semester, Entschuldigung. Das heißt, wir hätten hier auch Ausbildungsgehalt. Also das ist genau wie hier. Ja, eventuell muss man noch Studiengebühren zahlen. An der Fachhochschule, da besteht diese Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, in der Regel nicht, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es ein reines Studium. Das heißt, man bekommt auch kein Gehalt. Das heißt, man muss sich dann entweder in den Semesterferien mit Arbeiten durchschlagen oder vielleicht bekommt man das Studium finanziert, zum Beispiel durch ein Stipendium oder durch Eltern oder Verwandte, je nachdem, welche Möglichkeiten bestehen. Also eventuell Stipendium. Und an der Universität ist es ähnlich. Auch hier bekommt man kein Gehalt direkt von der Universität, das ist klar. Und eventuell kann man sich allerdings wiederum durch ein Stipendium finanzieren. Oder könnte auch sein, dass man sich, wenn die Eltern unter einer gewissen Einkommensgrenze liegen, dass man dann das sogenannte BAföG bekommt. Das heißt, dass man in diesem Fall auch noch einen monatlichen Zug bekommt, den man allerdings dann zum größten Teil nach dem Studium zurückzahlen muss. Also ein Darlehen in diesem Fall. Also eventuell ein Stipendium. Oder BAföG. Naja, BAföG kann allerdings auch nicht nur an der Universität, es kann natürlich auch für diese Art, sogar für die Ausbildung, hat es Fälle gegeben, an denen das BAföG gezahlt wurde. Also das
besteht die Möglichkeit, sich dadurch das Studium zu finanzieren, wenn das Einkommen der Eltern gering genug ist. Wie sieht es aus mit dem Ablauf? Nun, eine Ausbildung, die findet in der Regel an einem Betrieb statt und man geht 1 bis 2 Tage in der Woche zu einer Berufsschule. Also 3 bis 4 Tage praktisches Arbeiten im Betrieb und 1 bis 2 Tage als Begleitung quasi die Berufsschule. So sieht die Woche in der Regel in der Ausbildung aus. Nur im dualen Studium sieht es folgendermaßen aus. Man ist erstmal 3 Monate an der dualen Hochschule. Das heißt, studiert, hört sich Vorlesungen an, besucht Kurse, an denen das theoretische Wissen vermittelt wird. Und nach diesen 3 Monaten geht man 3 Monate in den Betrieb. Aber auch hier gibt es noch die Berufsschule zusätzlich. Und im Betrieb wird dann der praktische Teil der Ausbildung stattfinden. Das heißt, 3 Monate Studium, 3 Monate Betrieb im Wechsel. Bei beiden, das ja eine reguläre Ausbildung ist, bekommt man nur die tariflich zugesicherten Urlaubstage. Das wird so im Bereich 28 Tage, vielleicht 30 Tage im Jahr liegen. Also, das hängt natürlich auch immer von den Rahmenbedingungen ab, es kann auch weniger sein. Beim FH-Studium, da ist das Studium in Semester eingeteilt, ein Semester ist ein halbes Jahr und in der Regel findet dann in 3 bis 4 Monaten dieses halben Jahres Vorlesungen und Kurse statt, an denen das Wissen vermittelt wird. Das heißt, und dann folgen darauf in jedem Semester 2 bis 3 Monate Semesterferien. In diesen Semesterferien wird aber gerade in den Fachhochschulen besonders darauf Wert gelegt, dass Praktika absolviert werden, die dem Studium förderlich sind. Also es ist in der Regel bei fast allen Fachhochschulstudien so, dass man hier Praktika absolvieren muss. Also, dann vorlesungsfreie Zeit wären dann 2 bis 3 Monate und der werden häufig Praktika durchgeführt. Oder Hausarbeit angefertigt, Klausuren geschrieben und so weiter. An der Universität sieht es ähnlich aus, da hat man auch diese 3 bis 4 Monate Kurse und Vorlesungen. Und da hat man halt auch diese vorlesungsfreie Zeit. Die 2 bis 3 Monate und derzeit, naja, es wird seltener Praktika geben als an der Fachhochschule, aber diesmal zum Beispiel ist es naturwissenschaftlich studiert, wie Physik oder Chemie. In diesem Fall sind Praktika in diesen vorlesungsfreien Zeiten die Regel. Wenn man zum Beispiel jetzt Politik studieren würde, dann muss man in dieser Zeit Hausarbeiten anfertigen, die dann so eine Länge 25 Seiten sind etwa, je nachdem, was man halt genau macht. Es gibt auch Fächer, wo dann während der vorlesungsfreien Zeit nichts gemacht werden muss, außer vielleicht den Stoff nachzubereiten oder eine Klausur zu schreiben. Das heißt, es hängt vom Fach ab, ob man diese vorlesungsfreie Zeit als Semesterferien im eigentlichen Sinne bezeichnen kann oder nicht. Aber sollte es so sein, heißt es natürlich, dass man pro Halbjahr 2 bis 3 Monate, das heißt im Jahr etwa 5 Monate, nicht als Präsenzzeiten an der Universität sein muss. Das ist natürlich dann schon ein hohes Maß an Selbstverantwortung, in dieser Zeit natürlich auch dann etwas für das Studium zu tun. Das ist natürlich ein Unterschied auch zur dualen Hochschule oder zur Ausbildung, wo das alles relativ festgezurrt ist. In Ordnung, schaut doch mal auf unserer Homepage www.nurella.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.